Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge äh, Jutge Dizzy. Heute für Sie wieder ein äh, fantastisches Potpourri an äh, fantastischen Fällen. Und äh, ich hoffe, Sie können ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge und etwas lernen. Und wie immer haben wir natürlich äh, die schönsten Bewegbilder für Sie äh, vorbereitet. Und heute geht die Folge auch gleich wieder sehr interessant los. Erstmal begrüßt Sie die Jury. Zweitens sind wir direkt in der Eifel. Aber heute ohne Eifelwetter. Fantastisches Wetter. Es ist wirklich. Mh, ein paar Wölkchen, so Schäfchenwölkchen. Schon romantisiert, gut heiß, blauer Himmel. Und es gibt da so eine Stelle. Es gibt da so eine Stelle auf, dem, auf der Grand Prix-Strecke, wo immer was los ist. Auch heute ist dort wieder was los. Und jetzt wird sie, werden wahrscheinlich, äh, der ein oder andere wird sich jetzt denken, ach was, schon wieder am Anfang, beim Start? Nee, 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 nee. Nee, nee. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Nicht so voreilig. Beruhigen Sie sich. Gucken Sie sich bitte erstmal die bewegten Bilder an. Was passiert hier wohl? Ich muss mir tatsächlich sehr hart das Lachen vergreifen. Ich müsste meine Perücke abnehmen und mich als, äh, als Nils outen, um lachen zu können. Ich muss mein Gesicht wahren. Ich würde sagen, das war schon sehr motiviert. Ich meine, Glück im Unglück, es ist nicht sehr viel passiert, ne, an der Stelle. Aber das ist hier wirklich so eine, so eine, ja, kann man schon sagen, so eine Stelle. Also ich meine, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich würde mal sagen, im Delta haben wir 0,3, 0,4, vielleicht 0, Ja, 0, 0,4. So. Ich meine, ganz ehrlich, vorne, äh, vorne links, der Fahrer, der ist jetzt natürlich. Der ist darauf nicht vorbereitet. Der fährt einfach ganz normal seine, seine Strecke äh, oder seine, seine Kurve. So, und der geht da voll rein. Also in Turn 1 zu überholen, mit dem Abstand ist er sinnbefreit. Weil selbst hier, wenn wir jetzt mal gucken, also beim Kontakt sind wir bei. Moment, wir vergleichen mal die Geschwindigkeiten. Wir sind jetzt hier bei 82, kurz vor Kontakt. So, jetzt gucken wir mal bei dem. Der ist bei 66. Und der ist auch nur um die Kurve gekommen, weil der andere ihn noch mit ausgebremst hat und mit rumgeschoben hat. Also das war eine sehr motivierte, ich sag mal, Tauchaktion. Muss nicht sein, kann passieren. Glücklicherweise ist nicht viel passiert hier an der Stelle. Aber trotzdem würde ich immer euch raten, Turn 1. Es ist wirklich ist schmackhaft. Es ist wirklich schmackofatz und sieht immer so aus. Ja oh, geil, Alter, der fährt ja eh so weit links, da passe ich doch noch x-mal rein. Und das wird er schon sehen. Ja, man kann sich da so weit reinbremsen und man kriegt die Karre auch irgendwie noch rum. Aber was halt viele Leute immer vergessen, manche Menschen fahren das halt ein bisschen steiler an und dann kreuzt man seine Schwerter schon sehr, sehr früh. Also es ist nicht immer der optimalste Ort mit so viel Abstand da reinzugehen. Das ist jetzt eine 06. Causing a Collision. Oder wie man auch anders sagen könnte, er hat die Bombe gezündet. Wo ich das gerade lese, ähm, der zieht aber schon sehr früh rüber. Ja, das ist korrekt. Darauf muss man als Fahrer, der hinten dran ist, vorbereitet sein so dumm das ja auch immer klingt. Wie sagte äh, mein Fahrlehrer damals immer so schön, man muss mit der Dummheit von anderen Leuten rechnen. Und das heißt jetzt nicht, dass diese Fahrer beide dumm waren oder einer von den beiden dumm war, sondern man muss immer damit rechnen, dass Menschen mal irgendwas tun, was nicht unbedingt der Norm entspricht, was halt manchmal bedeutet, ein bisschen ruhiger zu fahren. Gehen wir doch noch mal nach Bella Italia. Es ist so ein richtiges, es ist so ein richtiges Wetter für eine Schöne Kugeleis, so eine italienische, so eine richtig cremige, fruchtige Kugeleis. Und dann sind sie ganz gemütlich auf der Straße unterwegs, nichts ahnend im Verkehr und hinter ihnen kommt der Eismann und muss durch, weil das Eis sonst schmilzt. Und zu diesem Zeitpunkt spielen sich folgende Bilder ab: in Bella Italia. Ich frage jetzt einfach mal so, sieht hier jemand was? Sieht irgendjemand ein Problem? Andi, fantastisch aufgepasst. Es fehlt das Eis, korrekt. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Sieht irgendjemand was? So, aber für Sie jetzt da draußen, der Essen hat den Essen reported. <laughs> Spaß beiseite. Der Essen draußen hat den Essen in reported für Forcing another car off track. Jetzt möchte ich mal die Jury fragen, ob das jemand so sieht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das No Further Action ist. Also, man muss, man muss immer sagen, es ist, also Rennsport und GT-Sport ist Kontaktsport, da gibt es ein bisschen Rangelei. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, der fährt seine Linie. Es ist No Further Action. Also, es ist nicht, sie haben sich halt im. Die fassen sich halt ein bisschen energischer an und fahren Tür an Tür. Also muss man jetzt nicht, muss man jetzt nicht zwingend reporten. Ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwas passiert an der Stelle. Ist abgelehnt, no further action. Weiter zum nächsten Fall. Was haben wir denn hier? Oh, hei, hei, hei. Es geht mal wieder nach Südafrika. Und es sind nicht GT3s. Nee, nee, nee. Wir haben mal wieder GT4s. Wir haben jetzt schon. Das ist schon der zweite Fall, der nicht im GT3 ist. Ich warte ja immer noch auf die Zauberkurve in Kialame. Die haben wir wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen, die Zauberkurve. Was hat denn Kialame für uns heute in petto? Da bin ich ja mal gespannt. Machen Sie sich schon mal bereit für El Classico. Stimmen Sie sich selber schon mal so ein bisschen mit klassischer Musik ein auf El Classico. Kein Regen, fantastisches, We äh, fantastisches Wetter heute in Südafrika. Die Hitze brennt. Sackschweiß vorhanden, unter der Mütze sammelt sich so ein richtiger Dunst. Man könnte meinen, es ist die Schuppensauna, die alles also für Sie vorbereitet. Ich muss kurz noch mal gucken, ob hier alles passt. Es passt wunderbar. Ich lasse mal das Videomaterial für Sie ablaufen. Klassiker. Klassiker. Es ist und bleibt einfach ein Klassiker. Ein bisschen zu spät auf der Bremse. Wobei es muss, ganz ehrlich, es muss nicht mal spät sein. Wirklich jetzt, es muss nicht mal spät sein. Und es sah jetzt auch nicht so aus, als wenn er viel zu schnell ist, weil er sich so wie es hier den Anschein macht, auch rein hätte bremsen können in der Kurve. Aber läuft halt volle Pulle auf hinten. Und ich sag's wie es ist, das was ich vorhin äh, meinte, in dem Fall beim Nürburgring in Turn 1, der Mercedes hat ganz normal angebremst, der McLaren war ein bisschen langsam und er konnte darauf nicht mehr reagieren und ist ihm hinten drauf gefahren. Also es war weder eine Bombe noch war konnte man irgendwie also aus dem Verhalten, was wir jetzt hier in den bewegten Bildern sehen können, war nicht zu ersehen, dass da irgendwie der Tatendrang war, irgendwo reinzudiven. Sondern er konnte einfach das gar nicht abschätzen, was der McLaren da gemacht hat. Und ist ihm dann hinten draufgefallen. So, wenn wir uns das jetzt nochmal hier angucken, hier, dann sieht man auch hier ganz klar, der McLaren ist hier wirklich schon sehr, 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 sehr langsam. Und darauf konnte er am Ende auch gar nicht mehr reagieren. So, er hätte jetzt noch nach links wegziehen können und ist einfach draufgefahren, weil die Reaktion, ich, also ich weiß es selber auch nicht, was passieren würde, wenn er jetzt nach links gezogen hätte und die Bremse geöffnet hätte. Aber am Ende muss man immer sagen, und das ist das, äh, das ist halt das, was beim Rennsport meistens der Fall ist, der Hintermann hat auf den Vordermann zu achten. Und das ist dann causing a collision, weil er den natürlich entsorgt, nicht mit Absicht, ganz klar. Also, da ist auch überhaupt nicht Absicht zu äh, unterstellen. Aber da muss man wirklich aufpassen, und äh, da ist auch keiner von befreit, wenn jemand vor dir mal was anderes macht, als das, was man gewohnt ist. Deswegen ist es. Auch immer ratsam, wenn man beispielsweise normal trainiert auf einer leeren Strecke, wo kein Verkehr ist, sehr viel zu fahren, auch im Verkehr. Meinetwegen mit, äh, mit Bots oder in anderen Trainingsrennen, dass man so ein bisschen auch mal einschätzen kann, wie andere Leute auf der Strecke reagieren. Denn nicht auf der Ideallinie zu fahren, bedeutet auch, anders zu bremsen und andere Linien zu nehmen und gerade auf sowas wie das hier zu reagieren und das frühzeitig zu sehen und da auch den. Wie soll ich mal sagen, das Auge für zu kriegen, besser auf solche Situationen ja, zu reagieren. Genau. Der Mercedes hat den McLaren reported. Tatsächlich ist dem nicht so. Aber es ist am Ende causing a collision. Und das gibt 06 abgezogen. Was ist mit dem zweiten Wagen? Das werden wir relativ häufig gefragt in äh, solchen Folgen. Es geht immer, man kann nur das behandeln, was reported wird. Das heißt, wir können auf andere Vorkommnisse, die rundrum passieren, können wir keinen Einfluss nehmen. Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Tatsächlich habe ich für Sie einen so tollen Fall vorbereitet, dass Sie sich wahrscheinlich nicht mal mehr auf den Sitzen halten können. Wenn Sie das jetzt vor Augen kriegen, dieses Videomaterial, würde nicht nur die Hose platzen und das Gehirn platzen und ihre Augen aus dem Kopf fallen? Nein, auch ihre Mundwinkel werden einfach nach unten gezogen. Und das ist wahrscheinlich das schlechteste Ende, was wir je hatten in einer Folge von Judge Dizzy. Es hat mich gefreut, dass Sie sich diese fantastische Folge angeguckt haben. Leider Gottes wurde das Videomaterial oder das Beweismaterial nochmal entsorgt von der gegnerischen Partei. Es ist verschwunden. Wir haben scheinbar hier an der Stelle ein Datenleck gehabt und können äh, darauf nicht reagieren. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Dankeschön, dass Sie sich das angeguckt haben. Denken Sie bitte daran, liebe Jury, Sie können nochmal sich in der Zukunft grüßen und in der Zukunft können Sie Ihre Vergangenheit grüßen. Das kann nicht jeder, das geht quasi nur einmal im Monat. Tschüss.